Also jetzt geht's. Also Leute, ich hatte ein Bluescreen und deswegen ist alles abgekackt. Das ist blöd. Und jetzt stehen wir hier wieder. Ich stehe mal hier wieder an, bei Feld 2 und nicht mehr bei Feld 3. Genau. Das ist schlecht. Das ist blöd. Ist der Hänger nämlich immer noch nicht ganz voll. Ja, und das Feld auch nicht fertig. Das Feld nicht fertig, Feld. Aber das andere Feld ist auch noch nicht begonnen. Na, eh nicht. Das ist logisch. Ja. Ede. Man hat ihn Aber vergessen. währenddessen hier Baufeld. Ist jetzt doof, dass das so ist, aber wir können jetzt leider auch nichts dran ändern. Nee, leider nicht. Deswegen machen wir die Arbeit jetzt einfach von hier weiter und. Es ist, Jo. es ist. Ach so, Ed, du könntest ja, wenn du magst, oder Sascha schon mal den Anhänger leeren. Der ist zu 95% voll. Nee, wir machen den voll. Oder Ed macht das jetzt einfach nochmal. Das war gerade im Drüber. Ja, bei mir wird es eh nicht angezeigt. Bei mir ist er ja auch nochmal aufgekackt. Ich weiß ja nicht, wo der letzte Cut war bei der Folge. Bei mir ist ja die Das Aufnahme weiß abgekackt. keiner. Wir wissen. Ich bin gerade bei 48 Minuten, also wird es dann so lange her sein. Ja, dann habe ich fehlen mir 8 Minuten in der Aufnahme. Ja. Geh mal weg da. Warum 8 Minuten? Ja, wenn du sagst, du bist bei 48 und bei mir hat da. Ja, okay. Wir machen 15 Minuten Folgen. Also Das 3 heißt, ihr Minuten, dürft ja. nicht viel fehlen. Stimmt. Das ist ja 3 Minuten. Beziehungsweise jetzt habe ich 1 Minute 40 habe ich schon, also haben wir vielleicht eh Glück gehabt. Dass es ganz knapp überschneidet. Ich hoffe nur das Beste, dass wir nicht noch einen Bluescreen kriegen. Ja, hoffentlich. Ja, ich habe mir mal die Federmeldung da ein Foto gemacht, was das war. Dann solltest du vielleicht nebenbei ab und zu mal speichern. Ja, Wir vielleicht. müssen den Autosave machen. Und den halt so umstellen, dass er alle 10 Sekunden sperrt, würde ich. Na, alle 5 Minuten das Starter einstellen können. Ja, und alle Minuten wäre ideal. Alle 10 Sekunden, ich weiß nicht, ob da flüssiges Spiel, also mal schauen, wie LS das dann gelöst hat, oder besser gesagt, der Modder selbst. Kannst du Weil mal. Factorio, seine Lösung ist ja irgendwie grotesk. Ja. Ja, du darfst ja nicht vergessen, bei LS ist es ja nicht so schlimm. Nee, das stimmt. Aber wenn ich speichern, jetzt zum Beispiel mal speichern, Hakt, kriegst schrecklich. du nur einen kurzen Ruckler mit. Bei Factorio stehst du ja wirklich und wartest. Genau. Hakt trotzdem. Ja Wenn es klar. alle 5 Minuten hakt. Jo. Die Ja, Faktoren über. ist wenigstens so eine Säule. Das war über dich mal. Jede Minute speichern. Nee, alle 5 Minuten reicht ja schon. Den nickst du immer beim Treckerfahren. Steige ich einfach aus. Nur es muss ja witzig sein bei den Videos. Gell? Schaust du ein Video an, bist auf dem anderen Feld, zack, nächsten Video bist du auf dem Feld. Genau. Was? Damit sich die Leute auch denken, haben die jetzt die falschen Videos hochgeladen oder was ist mit denen im Verkehr? Das Lustige ist ja, dass die Folgen komplett unterschiedlich sind. Wie genau dieses Bild, den Transporter, habe ich ja gerade im Extra noch dahin gebracht. Damit man den Unterschied sieht, gell? Es ist nicht Ja. dasselbe. Nicht dasselbe. Es ist schon eine komplette Session weiter. Wir ernten hier schon den Mais. Der hat einen Mais mit einem normalen Gebiss, ja, läuft. Was willst du machen? Da kannst Feld du nichts Nummer machen. 12. Was ist damit? Das willst du Mach. machen. Ja, Wieso mach. ist jetzt Inspektor weg? Da habe ich denn das schon wieder hingeschickt? Alti? Altor? Du kriegst auch alles kaputt. Ach so, und dann kann man ja hier Vehicle-Info. Ne. Nee, das unten, das Alt ist. Oder Alt 1 hast gedruckt vielleicht. Nee, es fehlt ja nur Inspektor. Okay, keine Ahnung. Oder Alt H, Alt D oder so irgendwie. Es ging, irgendwie konnte man den ausblenden. Oder erst der G. Also nicht mehr. Schon so Das hier lange G her. ist ja unser Switch-Menü.
Ja, du weißt ja nicht, ob sie noch nicht erklärt haben. Ja, mei. Ich verwende es gar nicht. Voll. Ja, kann jemand, dann gleich mal nachschauen. Kann jemand anders fahren mit Dinger? Sascha, fahr mal weg. Ed macht das. Nee, Ed macht das. Dann krieg ich wieder einen Blues-Klinger mal. Ja. Ja, wie geht denn das, dass der Hänger jetzt schon voll ist? Du trotzdem hinfahren sollst. Ja, aber früher war er erst bei einem anderen Feld voll. Ich habe ja jetzt einmal zwischen abgetankt. Achso, das hattest du früher nicht, oder was? Richtig. Okay. Das möchte ich mir gerade jetzt, das geht ja nicht. Dann tun wir mal Speier davor. Ja, dann fahren wir halt mal. Okay, man merkt es wirklich eigentlich, ne? Wird ja wahrscheinlich wieder das Gleiche sein, ja. Ja, so merkst du es normal nicht wirklich so schlimm. So, die Frage ist jetzt, wo ist die Tastenbelegung? Geht das überhaupt? Ihre allgemeine Einstellung? Was müssen jetzt ändern? Na schon. Was die Belegung für Inspektor ist, sieht man auch nicht. Braucht man auch nicht. Also öffnen wir jetzt den guten Steam-Browser. Mal schauen. Ja, wissen, wo er aufgeht. Da. Dann. Ich habe ja mal, ich habe mir das Spiel ja geholt, Notruf 112, das neue Feuerwehrsimulator-Spiel. Hm. So von der Feuerqualität, sage ich mal, finde ich das gar nicht mal so schlecht gemacht. Nur, dass die KI noch nicht so richtig funktioniert, wie sie eigentlich funktionieren soll. Denn wenn man jetzt bei einem Wohnungsbrand ist, da steht die ganzen Kollegen, sage ich jetzt mal, vor der Tür und ja, tun nichts, stehen da. Die zwei legen eine Wasserleitung raus, also die Schläuche und einen Verteiler. Ja, und dann kommt nichts. Dann heißt es immer nur, warten Sie auf weitere Benachrichtigung. Super. Ich so, okay, dann schließe ich mal selber einen Schlauch an, nehme mal selber die Spritze aus dem LKW, schließe die mit an am Schlauch und laufe mal ins Haus rein. Ja, die KI ist noch nicht ausgereift. Dann lösche ich Feuer, heißt es aber nicht, Feuer ist aus, wir fahren jetzt zurück zur Wache. Nein, es passiert nichts, es passiert überhaupt nichts. Also bei manchen Missionen, sag ich mal, da muss noch einiges nachgearbeitet werden. Ja. Aber ansonsten, sag ich mal, es ist nicht schlecht. Also du musst, kannst echt alles aus den LKWs nutzen. Kannst ein Standrohr setzen für einen Bodenhydranten, kannst Schläuche anschließen und all solche Scherze. Also das funktioniert schon, sag ich mal. Alter, der Zug hat einen Bremsweg. Ja. So, wo muss ich da jetzt entladen überhaupt? Ah, da, vorne. Ach, du Kacke. So, du kannst nämlich umstellen, wo die Positionen sein sollen. Steuerung, Shift und runter kannst die Position von dem Ding allein schon wechseln. Steuerung, Shift und runter. Ja. Gut. Wähl Position durch, wenn du zum Beispiel da noch links sagst, Steuerung, Shift, links, geht's auf schwarz zum Beispiel und die anderen Fehler und hoch blendet es aus. Okay, so abkippen. Ich weiß nicht, ob man immer alles drücken muss, nur Steuerung und Schiff funktioniert dafür. Nein, dein Name. Kurz in der Änderungsliste steht es nämlich drin, was wir hinzugefügt haben. Sonst nirgendwo. Könnt ihr ja eine Beschreibung für den Mod hinzufügen, nur. Boah. Nee, das wird zu einfach. Der Mod ist der Inspektor. Ich fahre mal eine Ehrenrunde mit dem Zug. Hast schon ausgeladen, hast Geld gemacht. Ja. Guter Junge. Ach, guck mal da, da fährt der Edgriff, der 27 mit der Eisenbahn. Ist doch gar nicht. Doch, auf der Karte. Ja. Der nächste Ausfahrt biegt sie rechts ab.
Aber es steht immer noch unbekannt oben links. Und denk dran, ab Kurve schon anfangen zu bremsen. Weil sonst schießt du übers Lager hinaus. Denk dran, Müllung ist gleich voll. Ich soll nicht mal voll. Warum müsste ich mich ja eigentlich? Müllung, du wärst zwar gerade in der richtigen Spur, aber. Ohne Schlepper und Hänger geht nix. Dann bleib ich gleich, oben am Rand stehen und warte auf den Schlepper. Mit Anhänger. Schon unterwegs. Fährst du schon. Sehr gut, ey. Das ist auch was Cooles. Wenn du eine Steuerung drückst, siehst du wenigstens, dass du jetzt zum Beispiel in einem Fahrzeug dran bist. Dein Name da. Achso, in der Gruppe. Ja. Hä, aber die Gruppe ist jetzt Dings, gell? Für alle gleich. Ja, alle gleich. Ich habe die gleiche Gruppe wie du anscheinend. In der Gruppe 1 New Holland und Case und in der Gruppe 2 Lizard, Pickup, irgendwas Kacke. Okay. Ja. Ich habe aber nichts geändert. Hast du überhaupt eine Gruppe hinzugefügt? Nee, ich habe gar nichts gemacht mit dem Mod noch. Wahrscheinlich. Okay, dann wird's global gesprochen. Ja. So, du bist schon auf einem anderen Feld, gell? Ja. Jo. Ja, das ist natürlich doof, dann. Ja, kriegt jeder seine Nummer. Ja, aber ich kann wahrscheinlich die anderen Schlepper nicht in zwei Gruppen reintun. Meister? Red, links. Ja, ja, nur kein Stress. Erste Ausfahrt, nicht zweite. Das reicht immer noch nicht. Macht man das in Real Life? Was? Damit man jetzt hier alles übers Feld sonst weiter grubbert. Die fahren vorher im Kreis so zwei, drei Bahnen. Und dann haben sie genug Platz zum Wenden. Wäre viel zu simpel. Dann fahren sie mich ihre Zäune nicht kaputt. Erstens das und zweitens fahren die nicht außen in den Kreis, sondern die fahren vor und dann zurück in der Kurve. Rückwärts dann. Fahren rückwärts. Ja, nicht einfach so im Kreis fahren. Du fährst doch niemals gerade. Na komm, Schlepper braucht auch schon mehr PS normal. Für den Hänger. Ich fahr extra für dich hier nochmal runter, ums Feld richtig ordentlich zu machen. Und unten wieder anzufangen. Bist du nett. Aber auch nur heute. Ja. Ja, es hat auch seine Gründe. Weil du heute nicht gesoffen hast. Nee, heute Montag ist. Markttag bei Merkur. Obwohl heute war kein schöner Tag. Ja, passt zu dir. Danke. Bitte. Also ich sag mal so, heute war ein recht schöner Tag. Also. Freitag war bei mir auch noch ein recht schöner Tag. Hm. Ja, dann. Da habe ich einen gesoffen. Hm. Ich auch. Ja. Ist eigentlich mit schon wieder in Ordnung? Wohl. Also ich sag mal so, ne? Wenn man zum Griechen geht und nee, zum Italiener, Entschuldigung. Wir sind zum Italiener zum Essen gegangen abends. War lecker. Haben schön gefeiert. Dann ist gut. Da wollte er uns ja nicht mit uns aufnehmen. Nee, da konnte ich leider nicht, weil da gingen meine Gäste vor. Stift. Wir haben währenddessen unseren Factorio aufgenommen. Ja, muss ich auch noch sogar an dich gedacht. Wir haben über dich gelästert, nur keine Sorge. Ja, das weiß ich doch. Die Folgen kommen eh erst im März raus, also. Bist du den das vergessen? Ja. Nee, ich hab's auf Video, Wahrscheinlich dann ja. Neue Staffel. Ja, du hast ja dein Video, kommt ja auch schon nächstes Jahr raus. Hast du ja gesagt. Natürlich. Ja, wir beide gleich mal Upload, Termine.
Nee, ich meine, Murdoch, sein Video jetzt, was er jetzt aufnimmt, kommt eh erst nächstes Jahr bei Ihnen raus.